So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen. Ja, eigentlich habe ich es ja schon mal gespielt, aber ich will mal wieder Armin vielleicht ein bisschen dazu nötigen, das mit mir zu spielen. Deswegen muss ich ihm das auch zeigen. So, aber ich habe Bock auf Company of Heroes. Wir zocken jetzt eine Runde und mal gucken, wie wir uns schlagen. Ich habe jetzt schon seit eigentlich seit der letzten Aufnahme nicht mehr gezockt. Ist ein bisschen länger her. Wir werden trotzdem versuchen, richtig Action zu machen und richtig durchzubomben. Mal gucken. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass meine Kumpels mich carryen. So. Ich hab Bock mal wieder auf schöne Schlachten. Schön, dass ich so langsam lade. Macht schon mal Spaß. Aber aufnehmen und gleichzeitig. Das Game laden ist, glaube ich, zu viel. Nee, eigentlich nicht. Vielleicht sollte ich auch erst die Folge anfangen, wenn wir in-game sind. Aber das kann ich dann beim nächsten Mal machen. PC müsste ja gleich hinterher kommen. Ja. Ach so, es kann natürlich auch sein, dass es so schlecht lädt, weil es auf der extern ist. Ja, deswegen wird es so lange dauern. Ja, okay, dann habe ich das Problem. Aber meine interne SSD ist einfach viel zu klein. Ich müsste mir vielleicht, müsste mir vielleicht mal eine größere interne Platte besorgen. Na, gleich sind wir auch fertig. Hat ja nur 2 Minuten gedauert, alle Dude. So. Wundervollen guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen zum Boah, ist jetzt 8.42 nicht Patch in dein uns Rundown. Ernst. Ups. Ich habe aus Versehen was angeklickt, deswegen kam jetzt gerade der gute Maxim. Eigentlich für. Wir gehen jetzt erstmal nach vorne. Und versuchen uns hier festzubeißen in dem in den Trümmerhäusern. Mal gucken. Machen wir das. Oh, das Gebäude sieht doch hier schon mal gut aus. Da werden wir dann versuchen, zuerst reinzugehen. Schweige denn, mal gucken, vielleicht auch noch weiter nach vorne. Das ist schon echt weit vorne. Hier ist noch ein Reparaturpunkt. Kommen wir vielleicht hier hin. So, wir gehen einfach weiter nach vorne. So. Natürlich sehe ich jetzt nicht mal die Aufnahme. So, jetzt sehe ich sie wieder. Dann mal gucken. Ich glaube, wir werden uns hier einstellen und mit einem MG da reingehen. Das zweite, was dann ganz hinten noch ist. Und der zweite Pioniertrupp, den wir jetzt hier bauen, den werden wir dazu verwenden, Gebäude zu basteln. Können wir gleich mit dem Pionier nach vorne gehen und das Ganze hier einnehmen. So. Gucken wir erstmal nach, ob da schon was steht. Und ist noch ein Mörsertrupp. Kann jetzt bitte das MG, die wegbratzen. Wir sollten mal eine leichte Deckung gehen. Alles klar. Was? Warum rennst du? Warum rennt er denn so weit nach vorne? Wie schlecht ist das denn? Boah, krieg ich jetzt schon Pickel. Boah, jetzt sind die auch noch am Arsch. Ja, geil, läuft.
Ne, wir müssen jetzt hier erstmal vertreiben. Kommt mal schneller nach vorne, wir brauchen das MG. Okay. Ne, geht mal in das Gebäude, die werden jetzt nämlich kommen. Na. So. Können die nicht auf die schießen? Ausrichten, bitteschön. Oh, da gibt es wirklich kein Fenster in die Richtung. Was ist denn das für eine schreckliche Scheiße? So, die werden wir erstmal auffrischen. Könnt ihr euch mit den MGs anlegen. Sehr schön, das haben wir jetzt hier mehr oder minder geregelt. Wenn den Mörsern-Truppen ein bisschen weiter nach vorne ziehen. Geschweige denn vielleicht hier das MG hinstellen. Das sollte jetzt eigentlich. So, das sollte so passen. Oh shit, das ist jetzt nicht so geil. Da ballern wir jetzt mal mit allem drauf, was wir so haben. Die Pioniere werden wir verstärken und dann werden wir hier mal noch was bauen. Dann können wir uns Packs holen. Müsste ja zu zweit wesentlich schneller gehen. Die Munition heben wir uns vielleicht noch auf, oder? Je, Glück gehabt. So, gehen wir einfach nach vorne damit. Hat der zwei Mörser? Ja, aber wir sind ja hier mehr als nur einer. Wir werden jetzt noch den Punkt hier oben einnehmen, dann sollten wir. Nee, das dauert noch eine ganze Weile, bis wir in die nächste Phase können. Schweige dann vielleicht mal erstmal aus, damit wir mehr Treibstoff bekommen. Du sollst hier was bauen. Wenn wir dann 200 Manneskraft haben. Ja, ich sollte mal demnächst auf das Dings hier vorstoßen. Auf Treibstoff. Mal dahin, aber hier war dieses Minenfeld, oder? Ja, der ist jetzt schon zu Hause angekommen, das war kein Problem. Treibstofflager kostet 250. Kostet das mittlerweile so viel? Das ist natürlich uncool. So. Dann weiter mit den MGs. Hier werden wir mal Minen legen. Da werden früher oder später wird da einer rüberlaufen, 1000%ig. Gleich mal pingen, dass er weiß, hier kannst dich aufbauen. Achso, ne, ich wollte hier erstmal ausbauen. Mit den Flammenwerfergrillen, sehr schön. Dann können sie zumindest nicht das MG mitnehmen.
Hier werden wir auch mal Minen hinlegen. Ohne Granate. Ah, er hat die. Hat er mit Absicht gemacht. Er wollte. Wollte das MG kaputt machen. So, die Mörser können jetzt da gut rüberballern. Und jeder, der hier um die Ecke kommt, den werden wir einfach abkuckeln. Flammenwerfer, sehr schön. Das ist wunderbar. Den schicken wir mal nach Hause, den Mörsertrupp. Weil der soll dann gleich unsere neuen Gebäude bauen. So, dann können wir den hier auffrischen. Ja, ja, machen wir, machen wir. Boom. Mit was soll ich boomen? Meinst du etwa, dass wir da mit Mörsern verrücken sollen? So, gehen wir gleich in die nächste Kampfphase. Dann können wir auch schon kleine Panzer bauen. Und hier werden wir dann auch noch was hinbasteln. Ein großes Minenfeld gegen Infanteristen. So. So, deswegen will er da hinschießen. Ja, okay, ich komme mal nach vorne. So, die nehmen jetzt die Mitte ein, das ist aber nicht so schlimm. Vielleicht sollte man ein bisschen mehr stressen. Kann ich hier außen rumgehen? Ja. Natürlich nicht so fein. Ja, ja, gesehen, gesehen. Dann stellen wir mal hier runter und dann laufen wir mit dem Dings nach vorne. Wir werden hier die beiden Sachen nach hinten ziehen, damit wir den kleinen Sturm hier abwehren können. So. Könnt ihr gerne kaputt machen, aber dafür gewinnt ihr nichts und verliert noch einen Treibstoffsektor. Also das... ein guter Trade für uns, definitiv. Den werden sie auch gar nicht bekommen. Ah, kommt mal weiter nach vorne, lasst euch mehr pressuren. Sehr schön. Und meine Minen haben das Fahrzeug zerlegt. Früher oder später rennt er eigentlich so gut wie jeder lang. Deswegen war das eigentlich ganz nett. Kommt mal ein Stückchen nach hinten, dann sitze ich nicht auf dem, nicht in der roten Deckung. Passt aber. So, dann holen wir uns gleich mal einen Panzer 4. Jetzt kommen wir natürlich von hier. Uiuiui. Bin minimal überfordert. Der soll mal nach hinten kommen. Der Pioniertrupp. Because of... Du sollst hier was reparieren. So, aber läuft gut, läuft gut. Dann werden wir mal gleich weiter stehen bleiben. Was? Ihr rennt mal lieber, sonst werdet ihr drauf gehen. Ja, ja, ich hab's gesehen, aber leider zu spät. Das ist nicht so schön. Verdammt, ich brauche mehr Infanteristen vorne. Was? T-34-85.
gut. Panzergranadiere müssen mal nach vorne kommen. Wir können mal ein Stück nach vorne fahren. Treffer an der Heckpanzerung. Ja, sehe ich absolut genauso, Digga. So. Ist immer noch halb so wild. So, jetzt haben wir noch zusätzliche Panzerabwehrinfanterie. Eigentlich sollten wir keinen Dings bauen. So, wir sollten auf die vierte Phase sparen. Die kostet nur 25 Treibstoff. Wow. Das wurde aber kräftig angepasst. Verdammt. Oh nein, der dreht sich auch noch in die falsche Richtung. Ja, ja, ich sehe es. Oh shit, das wird jetzt wehtun. Oh. Das war mies. Kurz mal nicht aufgepasst. Könntet ihr bitte nicht meine Leute überfahren? Sehr schön. Oh, sehr schön. Dass er ihn ja so pressuren konnte. Wenn die Infanteristen ready sind, dann werde ich mit denen auch nach vorne gehen. Aber wir haben den Punkt immer noch, das ist alles gut. Wir werden auch mal den Truppen nach hinten beordern, damit wir schwere Panzer basteln können. Ja, ein bisschen eingerostet bin ich dann doch noch. Ein bisschen kann man auch noch wieder abrufen. So, wir werden jetzt hier drauf vorrücken. Der Panzer räumt hier den ganzen Infanterieminen weg. Machst du. Hier werden wir Minen legen. So, der Trupp ist ja zu Hause, dann können wir jetzt das bauen. Hier könnte man noch ein bisschen weiter nach vorne, weil wenn die jetzt nochmal stürmen sollten. Naja, also mega viel Munition, das gab es doch früher nicht. Oh, ich werde mich nicht beschweren. Wenn wir das MG hier so hin platzieren. Das MG stellen wir mal da hin. Und werden mal die Leute hier so ein bisschen bombardieren. Wenn wir dazu kommen. Mal schön viel Manpower. Aber ich glaube, ich spare auf einen Panther. Oh, hier steht ganz schön viel. Noch fünf, noch zwei Treibstoff. Das ist kein Problem. So, hier. Komm, Raketen, Raketen, schießen. Oh, nur ein Motorschaden. Haben wir hier noch irgendjemand gedamaged? Schade. Aber kein Problem. Es hat trotzdem gut Schaden gemacht. Leider haben die den Sternpunkt eingenommen. So, gut, na dann. Gehen wir halt hier rüber. Holen uns nochmal gleich Panzergranadiere. Rüsten die mit Raketenwerfer aus. Oh! Oh, 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 oh! Oh, oh, oh. Shit. Können wir da noch eine Granate draufwerfen? So, hoffentlich. Schade. Aber der Panther wird jetzt Action machen. So, den rüsten wir gleich mal mit deinem MG aus und dann fahren wir zum Sternpunkt und werden den einnehmen. So, vielleicht mal den MG nach hier ziehen. So. So. Gucken wir mal, wir haben ganz schön viel Manpower und wir werden jetzt
Wie gerade gesagt, Panzergrenadiere holen. Das steht aber schlecht, dadurch, dass das da offen ist. Das machen wir dann gleich nochmal. Wir setzen hier Minen hin. Alles klar, die sitzen hier schon in der Base von dem Gegner. Also, meine Friends sind definitiv nice. So. Dann holen wir uns noch einen Mörsertrupp, weil wir brauchen neue Leute. Die sind nicht mehr die frischesten. Hier werden wir mal kurz durch die Mauer fahren, damit der auch schießt im Zweifelsfall. Kam gerade so ein bisschen blutig rüber. Vielleicht können wir mal verrücken. Kann ich mal bitte einfach hier einen Viereck ziehen? Okay, ich beteilige mich mal am Sturm. So, ja, ja. Eure M10 haben nichts gegen super schöne Raketen entgegenzusetzen und einen Panther von hinten. Kannst du vergessen, da fahre ich einfach drumherum. Schieß mal auf ihn hier. Okay. Wenn wir mit dem Panther jagen. Schieß doch mal. Sehr schön. Machen wir hier eine kleine Rauchwand und ziehen uns einfach 2 cm zurück. Kein Problem. Oh, das ist jetzt mies. Wir fahren jetzt einfach noch ein bisschen weiter nach hinten. Die ziehen wir mal auch nach hinten. Die Pioniere rennen mal. Die brauche ich jetzt hier nicht. Vielleicht kriegt ihr noch eine Rakete raus, bevor ihr rennen solltet. Nee. So, dann fahren wir wieder mit dem Panther nach vorne und versuchen hier von der Seite einfach ein bisschen zu bumsen. Wir holen mal die Mörser nach vorne, weil da hinten bringen die uns ja absolut gar nichts. Boah, Stuka feuert. Er steht da hinten. Rennen, rennen. Schweige denn, wenn da nur... Nee, da ist nur ein T-34-85. Bruderschaden, sehr schlecht. Ich glaube, ich werde mir nochmal... Oh, ich kann mir einen Panther gleich holen. Fahren. Ja, wenn ihn jetzt unbedingt zerstören. Ja... Kriegt er auch hin. Oh, ne, so schlimm. Wir können ja gleich einen neuen holen. Oh, ganz schön viel. Eieieiei. So. Jetzt kommt die Sektorartillerie und wird hier alle zerstören. Dann ist das nicht ganz so schlimm, weil wir das trotzdem alles noch bekommen. Die haben gleich Raketenwerfer. Dann muss ich mir da keine Sorgen mehr drum machen, dass sie sich auch ein bisschen gegen Dings verteidigen können, gegen Panzer. Hier machen wir mal kurz einen Bunker und werden den zu einem Feldlazarett aufwerten. Panzerpioniere brauchen wir hier hinten. Panzergrenadiere brauchen wir hier hinten. Weil hier wird mit Sicherheit auch ein Panzer sein. Ja. So. Wenn da nur ein SU-76 ist, dann kriegen wir den kaputt. Dann brauche ich mir da keine Sorgen machen. So, ich ziehe hier mal gerade einen
paar Leute zurück, weil die viel zu weit vorne waren. Und jetzt hier unseren Lazarett. Frischen die mal auf. Und da können wir was wegholen. Boah! Mein ganz schön Schaden, die Kacker. Kackis. Ja, dann fahren wir halt drüber. Müsste eigentlich noch klappen, meiner Meinung nach. Ja, das hat er überlebt, oder was? Ziemlich verkackeiern. So, wir bauen gleich ein, wer nimmt denn hier was ein? Bist du dämlich oder so? Vielleicht passt er gerade nicht auf, dann können wir da eine Granate drauf werfen. Nee, er hat leider aufgepasst. So, Pioniere. Die frischen sich mal bitte wieder auf. Das macht mal alle hin und alle anderen können jetzt nach vorne. So, wir brauchen mehr Sternpunkte. Die haben ja, okay, die haben auch immer 228 Dings. Punkte. Hier oben steht, wie viel jeder noch hat. Und man verliert nur so lange, wie viele Sterne man hat. Wie viele mehr als der andere Sterne man hat. So. Auch ein bisschen dämlich. Das ist einfach so mittendrin. Kann ich nicht. So, die Pioniere kommen nach vorne und machen wir den Panther wieder ready. Die zwei Mörser-Trupps, die werden erstmal so hier stehen. Das sollte eigentlich passen. Die haben sich auch wieder rausgekämpft. Nice, nice. Aber gleich bauen wir noch einen Panther. Wir versuchen jetzt unseren Panther definitiv zu behalten. Okay, nee, wenn die da oben vorrücken, dann versuchen wir vielleicht noch hier ganz schnell ein paar Minen zu platzieren. Nee, die sind noch da. Wieso ist der jetzt gegangen? Boah, was? ISU 152? Fühlt sich mich verkackern. So. Aber holen wir uns einfach einen Panther. Panther hilft immer. Hier. Okay, gut, die ziehen sich zurück. Kann ich mich doch auf die Straße setzen. Alter, was schlägt denn jetzt hier ein? Ach so. Ein Kumpel von mir hat einen Bombardement auf seine Position abgelassen. So. Nee, 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 der muss doch erst repariert werden. Ein MG setzen wir hier nach oben und das andere setzen wir hier so vorne hin. Das müsste eigentlich passen. Haut ihn mal weg. Oh, es sind auch noch Flieger. Scheiße, sind natürlich wesentlich schneller als andere Sachen. Oh. Okay, wenn die von da jetzt kommen mit so viel. Wo sind denn meine Panzergrenadiere? Die sind noch in der fucking Base. Los. Nein. Fortsetzen. Können wir den jetzt bitte wieder einnehmen? Den werden wir mal reparieren hier. Uiuiui, da steht ganz schön viel. Zieh dich mal lieber zurück. Alles klar, wie viel hat der? Oh, war ich ein bisschen sehr greedy. Wir brauchen eine Pack, ey. Das geht ja gar nicht klar, wie viel der hat. Nee, wir müssen zurück. Der Kampf bringt jetzt hier keine Punkte gerade.
Unser Halbkettenfahrzeug steht noch, dann können wir hier wenigstens ein bisschen was ja, auffrischen an den Infanteristen. Uiuiui. Wir wurden ganz schön zugerichtet. So, dann mobsen wir uns mal den Mörser. Alter, der viel Infanterie. So, können wir hier noch eine Granate reinflanken. Und dann müsst ihr leider ran. Was ist denn das? Oh, ein IS! Fuck! Aber wir werden mal hier eine Sektorartillerie hinmachen. Zurück, rennen, 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 rennen. Fahren wir hinter das Gebäude, dann ist es vielleicht nicht so. Ah, fuck! Die müssen zurück. Oh, das sieht nicht gut aus. Aber wenigstens wird jetzt viel Infanterie weggeräumt durch die Sektorartillerie von mir. Huh! Intens, intens. Oh, scheiße, wir haben sogar die Dings verloren. Ein Panzertrupp, Panzerabwehrtrupp. So, wir werden jetzt hier einfach den Panzer operieren. Im Moment können wir nicht viel machen, außer uns zurückzuziehen. Boah. Ist ja schrecklich. Ist ja total krass. So, wir können schon mal hier eine Pack ausrichten und die Mörser. Truppen. So, hier. Wieso repariert ihr denn auch nicht? Habe ich nicht auch euch gesagt, dass ihr dahin sollt? Hm. Zum Glück rücken sie nicht noch weiter vor. Und die unter anderem beiden Friends, die stehen halt auch super. Wir brauchen mal wieder einen Panther. Generell wenig Infanterie. So. Ich versuche mich jetzt hier erstmal auf den Punkt vorzukämpfen. Mit meinen ganzen Infanteristen und mit der Pack. Sollte hoffentlich funktionieren. Wenn wir uns hier hinstellen, dann dürfte es eigentlich funktionieren. Und das Pack hier so. Dann kann die auch alles unter Beschuss nehmen, falls da ein Gegenstrom kommt. So. We need a Panther. Gehen wir es noch ein bisschen nach vorne. Weniger als 100 Punkte. Wir müssen eigentlich nur noch durchhalten. Geschweige denn die Mitte irgendwie noch versuchen zu unterstützen. Aber dafür habe ich nichts. Absolut gar nichts. Ich habe nicht mehr Munition für Sektorartillerie. Nee, nee, nee. Ihr müsst hier bleiben. Könnt ihr jetzt mal bitte zusammen das Haus auseinandernehmen? Der Panther ist gleich fertig, dann kann ich auch in der Mitte helfen. Ich hätte doch mal noch einen Stock bauen sollen. Der macht jetzt nicht mega viel Schaden, aber der zeigt halt noch ein bisschen mehr Präsenz, wa? So. Welchen Sektor sitzen die denn in dem?
Wir fahren ja auch gleich wieder raus. Verdammt, ich hätte mal die Packen mit nach da ziehen sollen. Komm, jagt mich. Ihr sollt in dem Sektor bleiben. Bauen mehr Panzer. Wenn die mit vielen Panzern kommen, dann können wir das auch machen. Ich muss dieses MG mal zurückziehen. So. Ich versuche jetzt hier mit meinem Panther und den zwei Raketentrupps hier vor zurück. Alles klar. Digga, was geht? Nämlich jagen. Nee, shit, viel zu früh gezündet. Dann alle nach Hause und neu und reparieren. So, dann halt noch mehr Panzerabwehrinfanterie. Mal hier hinstellen. Und sobald das MG voll ist, werden wir da nach oben gehen. Weil ich glaube, die Panzerstreitmacht hier ist das letzte, was sie haben. Und ja, wenn wir die zerstört haben, dann kommt da auch keine Gegenwehr mehr. 120, das ist natürlich nicht so schön. Die geht mal lieber nach Hause, dass sie sterben. Ja, ja. So, der Panther ist voll, dann kann er wieder zu den anderen. Genauso wie die Panzergrenadiere und die anderen Infanteristen. So, noch Panzerschreck ausgeben. Können wir hier mit dem Pionier nach vorne. So. Groß, meine Panzer, macht sie kaputt. Oh. Kannst du vergessen, dass du meinen Panther kaputt bekommst. Jetzt müssen wir wieder nach vorne. Das passt. Festgenagelt, verdammt. Ach, wir halten aber auch viel aus. Aber wir haben den oberen Sternpunkt. Dann gehen wir erstmal wieder zurück mit dem Panther. Bisschen Munition. Kann ich mal wieder eine Mine hinlegen. Die wird schon das schaffen. Ja, die halten sich aber auch verbissen. Was haben wir hier? MGs und noch mehr MGs. Hm. Brauchen wir aber nicht. So, die wollen jetzt nach da gehen. Das werden wir mal verhindern, indem wir mit unseren restlichen Leuten da auch hinfahren. Mal anzeigen, dass da was ist. Shit, den kann ich jetzt nicht mehr helfen. Bis ich da bin, ist alles verloren. Das werden wir hier mal kurz einnehmen. So. Was ist da? Oh, eine Panzerschreck. Nice. Und Panzerbüchsen. Komm, die nehmen wir auch mit. Was ist das? MG.
Wo ist denn der Panzer hin? Hier war doch gerade eben noch ein M10. Infanteriekontakt. Ja, das ist okay. Gehen jetzt immer einen Schritt nach hinten und baiten die ein bisschen nach vorne. So, die Pioniere können sich nach hinten verabschieden. Jetzt lasse ich einfach die Mörser das Ganze machen. Das nimmst du mal bitte ein. Nein, ihr nehmt das nicht ein. Wird jetzt hier gehalten. Nimmt die Granate mit. Bam. So, und wir holen jetzt noch einen Panther. Ziemlich viele gefallen in der Schlacht. Aber das kriegen wir hin. So. Jetzt mit unseren ganzen Panzerabwehrinfanteristen nach da laufen. Geschweige denn, hier ist ein schönes Ziel. Was ist denn das? Hier ist so 152. Aber wir können vielleicht wenigstens ein bisschen nach hinten jagen. Der hat die weggeholt. Laufen wir einfach in die Ecke. Und gucken mal. Die sind alle Level 3, beziehungsweise 2 von 3 sind Level 3. Das ist hart. Ja, ich hab's gesehen. Ich komme. Panzerabwehrinfanterie hier. Brauchen noch. Ich muss mich verpissen mit meinem Panther, auch wenn der jetzt kaputt geht. Oh, shit. So. Haben wir hier noch irgendwas? Hier, wir brauchen einen Gebtrupp hier. Noch mehr Panzergrenadiere. Pumpen mir nur Panzer. Alter, könnt ihr nicht treffen, ihr Volllappen? Verdammter Mist. Stopp. So. Wo ist denn der? Ihr werdet mal ein paar mehr Leute hoffentlich. Ah, das schießt jetzt hier auf mich mit Raketen. Fuck, und die erste Rakete hat natürlich genau den Panzergrenadier-Trupp getroffen. Nur noch. Nein, nein, nein. Einfach mal ein Stückchen nach hinten. Jetzt mach die mal bitte kaputt. Komm hier, die Drecks-M10 können nicht. Verdammt. Oh, wir brauchen mehr. Wir müssen hier nur noch ein bisschen abhalten, dass sie noch ein paar Punkte machen. Okay, die wollen jetzt zu dem Punkt rüber. Flammenpanzer mit Infanteristen angreifen ist vielleicht nicht die geilste Lösung. Na, aber der wird zerstört, wenn er jetzt nicht aufpasst. Sehr schön, das haben wir hinbekommen. Wir werden jetzt hier Action machen müssen, verdammt. Brauchen noch kleinere Panzer. Nein, 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 nein. Oh, verdammt. Habe ich nicht aufgepasst. Alter, einfach nur noch Panzer en masse hier überall. Wir müssen es einnehmen. Ich muss da jetzt nach vorne.
Wir brauchen jetzt einfach nur diese fucking Punkte. Ihr müsst es einnehmen. Mit dem Leben. So. Ja, du musst erstmal die zwei Leute hier noch haben, sonst wird es nicht. Einfach hier so erstmal hin positionieren. Ja, mein Mörsertrupp ist unterwegs. Hahaha. Ha, ha. Alter. Was ist das hier? Hm. Nicht verwendbar. Schade. Kann ja sein, dass du beschossen. Oh, Scheiße, das ist den 5 Millionen Panzer. So. Ich brauche keine MGs für die. So, ihr werdet jetzt die restlichen Sektoren einnehmen und ich werde hier einfach versuchen, standhaft zu bleiben. Shit, das war meine Pack. Jetzt weiß ich, warum die da drauf gezielt haben. So, jetzt hier mit Raketenwerfer. Garten? Schießen die auf mich, ja. Wieso aufgeben, Leute? Das können wir schaffen. Wir haben doch nur noch 10 Punkte. Das kann ja jetzt nicht wahr sein. Können wir doch schaffen. Oh, wir holen jetzt gleich noch einen Panther. Okay. Oh, alles klar. Scheiße, Alter. Die haben ein bisschen sehr viel. Ich weiß aber was. Vielleicht hätte ich auch einfach mal eine Haubitze bauen können. Alter, die bauen ja nur noch Panzer. So, die Pack fahren wir mal nach oben. Eieiei, ist das ein brutales Gemetzel. Völlig absurd, wie viele Panzer die haben. Oh, die stehen ein bisschen weit vorne. Aber wir waren doch nur noch zu zweit. Oh, ne, das hat jetzt noch, keine Ahnung, 500 Millionen Jahre gedauert, bis wir das hätten wegbekommen. Oh Mann, scheiße. Naja, ich würde trotzdem sagen, es war eigentlich eine ganz spannende Partie und ein bisschen sehr absurd, was noch so abging.
Aber nee, das wird sich ja vielleicht in einem nächsten Match vielleicht ein bisschen anders drehen, sehen, aussehen. Gut, ich würde sagen, bis dann. Tschüss.